Gehen wir zurück zu Dr. Igitt. Und schauen mal, was wir jetzt für eine Power kriegen. Schuss! Und der feiert's noch. Du hast schon komische Vorlieben, Toad. Ja, einfach glücklich hinterher rennt. Er ist froh, dass er mal rauf darf. Warum haben wir jetzt schon wieder so aggressive Mucke? So, komm her. Und bye bye. So, jetzt hat sich wieder alles beruhigt, Subi. Also ab zu Dr. Igitt. Luigi? Ah, Luigi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. Aha. Oho. Bisschen groß, halt, zum dauerhaft mitnehmen. Ach, der holst du das Teil. Okay. Worauf wartest du denn? Und gib mir den für Schreckweg FLU gleich. Na los doch. Ja. Krieg ich so eine Bauerdüse hier? Hehe, darf ich um etwas Begeisterung bitten? Meine Modifikationen des Schreckweg FLU sind abgeschlossen. Ja. Mehr Power, ja, Tim Taylor? Mithilfe der Supersaugkraft kann die Effizienz des Geräts jetzt erheblich gesteigert werden. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Eine klitzekleine Nachteil. Du wirst sicher auf einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig die saure Supersaugkraft ist. Oh, hattest du nicht erwähnt, dass hier ein Schiff nimmt, der den Zugang zur Strandbar versperrt hat, Luigi? Im Anbetracht von Supersaugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüberwindbar. Geh dorthin und zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Okidoki. Saugen wir mal ein Schiff weg. Warum liegen überall Donuts rum? So, ab in die 12. Etage. Ab in die Strandbar. Loading Screen. So, dann gucken wir mal, was die Supersaugkraft so hergibt. Dicken Verarscht haben wir jetzt hier. Läuft doch. Schlag. Ja, war doch ganz ordentlich. Hallo? Und so aus dem 12. Stock, Digga. Aber das sieht halt auch richtig, richtig gut aus.
Irgendwas hat es damit auf sich. Aber ich weiß noch nicht was. It's Coconut. Okay, kein Rätsel dahinter. Kann einfach durchgehen. Okay, straight. Hello. Wow. Die Meerjungfrau. Also 12. Etage, Wasserbett würde auf jeden Fall passen. Holy moly. So. So, Schiffchen, komm mal ran. Jetzt verschwindet im Nebel und taucht dann gleich direkt bei mir wieder auf. Yo, wie groß ist das denn, bitteschön? Das nenne ich mal ein Piratenschiff, was? Noch ein Toad. Geisterhai. Brauche ein neues Fass. Boom. Na, hat sie geschmeckt? Yeah.
Diesmal mag er nichts fressen, ne? No. Funktioniert das gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Geht doch. Schade, dass er die nicht automatisch mal schluckt, Alter. So, raus mit dir. So, jetzt gibt's wieder mal ein paar auf die Mütze.
Okay. Come on. Ah, das ist mal ein Geisterschiff, hä? Respekt. So, was nun? Hast du nicht langsam mal die Schnauze voll? Na komm, mach deinen Move, damit ich dir wieder in den Arsch treten kann. So, jetzt geht's wieder auf die Mütze und fort mit dir. Wie ein Einkurbeln. So, 13 müsste das sein, oder? Aber eigentlich 14, weil 13 in amerikanischen Hotels gibt es hier eigentlich nicht, ne? Wegen Aberglaube und so, ne? 13 doch. Wow. Der ist so knuddelig. So, schauen wir mal da hoch. Schatz haben wir hier. Haben wir da oben noch irgendwas Cooles? I don't think so. Was habe ich da gefunden? Eine Schatzkarte? Okay. So, der letzte Toad müsste es gewesen sein. Es ist nur noch Peach und Mario. Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Toad gerettet. Auch dieser Toad sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Also bring ihn zum Aufzug, Luigi. Mach ich.
Schade, ich habe gedacht, ich könnte noch gegen den Mond schießen oder irgendwie sowas. So. Schauen wir mal, was an der Schatzkarte dran ist, ne? Blöder Sack. So. Und du gehörst mir. Sollte das die Schatzkarte gewesen sein? I don't know. Zupf dich. Das ist aber diesmal ein langer Rückweg. Ne? So, dann noch da hoch. Toad, ich brauch dich mal. Geht nicht. Okay, dann eben nicht. Ich brauche doch nicht. Oh, Toad, du gehst mir auf den Nerv. So, jetzt sieht man wenigstens mal das Schiffle, ne? So, bye bye, Toad. Ist da jemand pissed? König Boo, es hat eine kleine Panne gegeben.
Aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich. Wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wenn sie die Video gebracht haben, du wirst es rausfinden. Wir sind im Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Ein sehr gutes Stück, würde ich jetzt schon mal sagen, ne? So, Steckele 13.